Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Abgeordnete, ein Satz vorweg. Wir diskutieren ja oft einfach gemäß unterschiedlicher gesellschaftlicher Zielvorstellungen. Okay, aber von Seiten der Altparteien hier erleben wir leider auch die nackte Arroganz der Macht, wie jetzt bei der widerrechtlichen Verhinderung einer demokratischen Auswahl unseres Vizepräsidenten. Heute ist ein schwarzer Tag für die Demokratie in Deutschland, meine Damen und Herren. Dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz, es ist eine Mogelpackung. Es dient gerade nicht dem Zweck, den es zu befördern vorgibt. Was lesen wir da? Keine Beschränkung auf Mangelberufe. Also egal, ob wir die Leute überhaupt brauchen, Hauptsache mehr fremdkulturelle Zuwanderung. Keine Vorrangprüfung. Also egal, ob ein Deutscher den Job machen könnte oder ein Europäer, Hauptsache außereuropäische Zuwanderung. Kein Nachweis der Gleichwertigkeit einer Qualifikation vor Einreise. Ja, erst hier Beginn einer Ausbildung. Also egal, ob überhaupt Fachkräfte kommen, wenn nur mehr Zuwanderung. Kein Arbeitsplatznachweis, erst hier Jobsuche. Also egal, ob überhaupt Arbeitskräfte kommen, aber bitte Zuwanderung. Und das bei einer europäischen Jugendarbeitslosigkeit von über 20 Millionen. Wo sind da die Initiativen der Regierung für die eigene Jugend? Erst die Bildung an die Wand fahren und dann nach Fachkräfte rufen. Na, danke sehr. Tatsächlich wird das Gesetz die Armutsmigration Unterqualifizierter anheizen. Pseudo-Fachkräfte aus Afrika als Reservearmee von Niedriglohnsklaven werden die Arbeitsmarktlage für deutsche Arbeitnehmer weiter verschlechtern. Die Folge? Lohndumping im Niedriglohnbereich. Engpass am Wohnungsmarkt. Erst Hunderttausende Migranten reinlassen und dann Wohnungsmangel beklagen. Überlastung der Städte durch Dauerzustrom in die Parallelgesellschaften. So wird die jetzt schon oft abgelehnte Integration immer aussichtsloser. Man hat's nicht mehr nötig. Das ist unverantwortlich. Und wer nach einem halben Jahr ohne Arbeit bleibt, kann im umgekehrten Spurwechsel Asyl beantragen und dann auf unsere Kosten leben. Schon jetzt werden Hunderttausende abgelehnte Asylbewerber nicht abgeschoben. Die illegale Einwanderung läuft neben diesem Einwanderungsgesetz massenhaft weiter. Das Gesetz öffnet nur eine weitere Schleuse. Aber warum draußen Deutsch lernen, wenn man drinnen nur ein einziges Wort aussprechen können muss? Jetzt gehen sogar zwei, war sonst Asyl, das Sesam öffne dich, geht jetzt auch Fachkraft. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz, es ist eine Totgeburt. Während Sie auf der Lauer liegen, mit Schmetterlingsnetz ausspähend nach diesem seltenen Geschöpf einer vorbeilaufenden, deutsch sprechenden Fachkraft aus dem Senegal, die sich hier auf Jobsuche selbst durchschlagen will, spazieren zugleich Hunderttausende nicht ausgebildete, fremdsprachige, fremdkulturelle Nichtfachkräfte illegal über die grüne Grenze, immer noch völlig ungeschützt, lassen sich hier mit Wohnung, Geld, Integrations- und Sprachkursen und allen Rechten ausstatten. Meine Damen und Herren, mal Mut zur Wahrheit. Das Modell Asylbewerber in Deutschland ist nun mal unschlagbar, ist Lebensziel und Migrationszweck für Millionen, schlägt jedes Einwanderungsgesetz. Dann setzt die Arbeitsduldung, ja sogar schon Ausbildungsduldung, die Krone auf. Dieses Spurwechselgesetz hebelt das schon fehlkonstruierte Einwanderungsgesetz nochmal aus. Nichts mehr mit Fachkräfte. Abgelehnte Asylbewerber, die gar nicht hier sein dürften, diesen Staat betrogen haben, sollen über das neue Duldungsticket hierbleiben können. Die perfekte Legalisierung des Asylmissbrauchs, ein Zuwanderungsanreiz mit weltweiter Sogwirkung. Sie werden nach jahrelangen Widerspruchsverfahren, Klagen, oft fragwürdig erlangten Duldungen durch ein paar nachgereichte Konditionchen, bisschen Sprache, Ausbildungsbeginn, Jobversuch. Der Ali, der den Dönerspieß aus dem Hinterzimmer nach vorne trägt, der ist in Ausbildung. Sie alle werden zu regulären Einwanderern gemacht mit voller Aussicht auf Daueraufenthalt und Staatsbürgerschaft. Spurwechsel als Lohn der Lüge, meine Damen und Herren. Dieses Gesetz hebt zum Schaden Deutschlands die gebotene Trennung von Asyl- und Einwanderungsrecht auf.
Das dient nicht pragmatisch den Interessen unserer Bürger, sondern missbraucht deren Leistungsfähigkeit für die Wohlfahrt ausländischer Migranten. Die AfD wird das beenden, denn der gefährlichste Fachkräftemangel, den wir in Deutschland haben, ist der in der Regierung. Ich danke Ihnen. Jetzt erteile ich das Wort dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Hubertus Heil.